Hallo ihr lieben Videofreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es mir hier mit einer Tasse Tee und einem neuen Bücherstapel gemütlich gemacht, denn ich möchte mit euch über die nächsten Neuzugänge bei mir sprechen. Ja, ich weiß, ihr wundert euch wieder, dass es ein neues Video gibt mit Neuzugängen und auch ich wundere mich, aber ja, mein Buchkaufverbot hat in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr gefruchtet, überhaupt nicht mehr gezogen. Es hat mich überhaupt nicht mehr motiviert, nicht in den Buchladen zu gehen und keine Bücher zu kaufen. Ich glaube, der Herbst und der Winter, das sind so Jahreszeiten für mich. Da ist das, gehört das, ja, das Buchkaufen wie das Fallen der Blätter im Herbst oder das, der Schnee im Winter dazu. Für mich, ich weiß auch nicht. Und dann kam auch noch bei mir noch, wie gesagt, ich glaube, ich habe es im letzten Neuzugänge-Video auch schon gesagt, so ein bisschen bei mir so ein seelisches Ungleichgewicht dazu. Das hört sich jetzt dramatischer an, als es eigentlich ist. Ich habe auf bestimmte Dinge gewartet und das macht mich immer so ein bisschen, ja, wie sage ich immer so schön, kirre. Und ja, um da ein bisschen zu kompensieren, habe ich halt neue Bücher gekauft. Und es gab auch so wunderbar tolle Geschichten, die es jetzt neu wieder aufgelegt worden, die ich entdeckt habe. Und ich lasse mich ja so gerne anstecken von tollen Geschichten, von spannenden Geschichten und ich kann da kaum widerstehen. Aber ja, das ist nicht so gut für meinen Sub, das ist nicht so gut für die Abarbeitung meines Subs, aber ja, was soll ich machen? Nichtsdestotrotz arbeite ich weiter an meiner Sub, an meinem Subabbau, an meiner Sub-Challenge und ich werde das auch nächstes Jahr weiter verfolgen und ich werde dann noch so ein bisschen so eine Ausnahme machen, nochmal hier und da ein bisschen nachschärfen. Eine kleine Regel Regelhinzunahme habe ich auch schon, aber das werdet ihr dann sehen, wenn ich meine Sub-Challenge auswerte für das Jahr 2021 und was ich so ein bisschen dran ändern möchte und wie ich wieder mein Buchkaufverbot wieder anheize bzw. wieder ins Leben rufen werde. Ich glaube einfach, dass ich das im Anfang des Jahres und im Sommer, Frühling so einfach besser beherrsche. Ich weiß auch nicht warum, als im Winter. Ich werde es wahrscheinlich nie herausfinden. Aber jetzt erstmal zu den Neuzugängen, die ich euch heute in diesem Video vorstellen möchte. Es sind 6 an der Zahl. Wie gesagt, ich mache die Stapel ein bisschen größer jetzt, damit wir einfach nicht so lange in 2022 an den Neuzugängen von 2021 uns arbeiten müssen. Es sind noch ein paar, es sind nicht so viele und ein paar davon habe ich auch schon gelesen. Das heißt, sie wandern auch nicht auf meinem Sub und von daher ist es mein Gefühl immer noch so. Es hält sich absolut in Grenzen gegenüber den Jahren zuvor, aber nichtsdestotrotz möchte ich ja meinen Sub abbauen. Also, jetzt fangen wir wirklich an. Mein erstes Buch auf meinem Schoß hier ist ein Buch, was ich eigentlich dieses Jahr für den Sommer vorgesehen hatte. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, dass ich dieses Buch im Sommer lesen möchte, weil, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, bin ich einfach nicht der Typ, der im Sommer Bücher lesen kann, die im Sommer spielen, beziehungsweise wo eventuell heiße Temperaturen beschrieben wird oder ja, einfach die Trägheit des Sommers auch so ein Stück weit beschrieben wird. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich kann das einfach nicht. Wenn mein Körper schon dieser Hitze ausgesetzt ist, dann auch noch meinen Geist mit der Hitze auszusetzen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann es einfach nicht. Ich bin dafür aber eher der Typ, der im Winter halt eben auch mal Sommerbücher lesen kann, wo ich mir einfach den Sommer wieder auf die Couch hole, auch wenn es draußen schneit, stürmt, regnet und so weiter, ist für mich absolut kein Problem und ich kann es tatsächlich sogar noch mehr genießen, diesen Sommer dann in meinem Geiste. Und deswegen war es so ein bisschen ja eine Selbsttäuschung, dass ich dieses Buch im Sommer lesen werde. Und ich habe aber auch seitdem jetzt der Herbst angefangen hat und auch der Winter auch nicht zu diesem Buch gegriffen, weil ich einfach schon die ein oder andere negativen Stimme zu diesem Buch gehört habe und es mich jetzt so ein bisschen abschreckt. Auch wenn ich immer noch sehr neugierig geworden, immer noch sehr neugierig auf dieses Buch bin, ja, aber die negative Stimmen, die lassen mich dann immer so ein bisschen zurückschrecken und vielleicht doch das ein oder andere Mal zu einem anderen Buch greifen als zu diesem Buch eigentlich hier. Aber über welches Buch spreche ich? Und zwar
über das Buch Unsere glücklichen Tage von Julia Holbe aus dem Penguin Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 320 Seiten und ist im Jahre 2020 veröffentlicht worden. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht bei den Bookfriends Forever schon gesehen, dieses Buch, und auch ich habe es da gesehen und ich fand die Beschreibung, ich glaube Maike hat es vorgestellt gehabt, so wahnsinnig interessant und vor allen Dingen auch ein Buch, was mich begeistern könnte, weil hier geht es um vier Frauen, die eine Freundschaft miteinander verbindet und einen Sommer an der französischen Atlantikküste verbringen, und diese vier Freundinnen haben ein Geheimnis. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Buch es um dieses Geheimnis geht und wir ja mitgenommen werden, dieses Rätsel zu ergründen, beziehungsweise wie die Frauen damit umgehen, was es mit den Frauen gemacht hat und vor allen Dingen, was es auch mit den Freundschaft dieser vier Frauen gemacht hat. Das klingt nach einem Buch für mich, einem Buch nach ja zwischendurch mal reinzuschauen, und mit 320 Seiten ist es eigentlich ein Buch, was man so zwischendurch mal lesen kann. Und ich habe mich jetzt hier gefragt auch noch, warum hier eigentlich nur drei Frauen auf dem Cover abgebildet sind. Aber ich glaube, auch das wird uns vielleicht die Geschichte verraten, beziehungsweise die Seiten, auf denen die Geschichte gedruckt ist. Ich freue mich eigentlich auf das Buch und bin eigentlich auch schon sehr gespannt, aber diese kritischen Kommentare sind nun mal in meinem Kopf. Und irgendwie lässt es mich dann doch abschrecken, also das hat es mich abgeschreckt, ja, nach diesem Buch zu greifen, und schreckt es mich immer noch ab. Vielleicht muss ich einfach mal die kritischen Kommentare einfach mal vergessen oder einfach die Buchseiten aufschlagen und dieses Buch lesen. Vielleicht hat es der ein oder andere ja auch schon gelesen und kann mir vielleicht etwas Positives zu diesem Buch in den Kommentaren schreiben und ich dann ja mich dazu animieren, sofort zu diesem Buch zu greifen. Kennt ihr das, wenn ihr in einem Buchladen seid und ihr entdeckt ein Buch, was euch potenziell eigentlich sehr ja neugierig macht, ihr sehr spannend findet, aber es dann doch wieder zurück ins Regal stellt, weil ihr so gewisse Zweifel habt, sei es, weil die Seitenanzahl zu groß ist oder ihr denkt, ach, mein Sub ist sowieso schon zu groß oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist genau dieses Buch als Schnapperle deklariert und ihr könnt dann auf einmal nicht mehr widerstehen. Und genauso ist es mir mit diesem Buch ergangen. Und ich frage mich dann immer, Mensch Claudia, warum lässt dich denn deine Erfahrung nicht davon abhalten? Weil ich habe mit diesen Schnäppchen zwei Erfahrungen gemacht. Entweder sind es wirklich richtig gute Bücher und die zählen dann irgendwann auch mal zu meinen Jahreshighlights, oder ich lese diese Bücher, mir gefallen sie nicht und ich muss sie sogar abbrechen, weil ich sie so schlecht finde. Und die zweite Kategorie ist eine Kategorie, die eigentlich überwiegt als die erstere. Also ich würde sagen, ich lese drei Viertel Bücher, die sind schlecht und ich muss sie abbrechen oder ich beende sie, aber sie sind trotzdem für mich einfach nicht mein Geschmack, und ein Viertel davon ist wirklich richtig gut und sie werden vielleicht auch noch zu einem Jahreshighlight. Also es würde eigentlich meine schlechte Erfahrung überwiegen. Aber nichtsdestotrotz kann ich nicht daran vorbeigehen, weil es ein Buch ist, was ich mir sowieso schon mal angeschaut habe. Und so ging es mir halt jetzt eben auch mit diesem Buch. Und zwar handelt es sich um Perry Rhodan, das größte Abenteuer von Andreas Eschbach aus dem Fischer Tor Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 848 Seiten und ist im Jahre 2019 erschienen und hat eine sehr, sehr große Preisreduzierung erhalten, also schon mehr als 50%, und da konnte ich dann einfach nicht mehr widerstehen, weil ich vor allen Dingen auch, ja, ihr wisst es ja, Perry Rhodan für mich entdeckt habe dieses Jahr und ich in dieses Universum eingetaucht bin und ich dieses Universum eigentlich sehr, sehr gerne mag. Nicht nur eigentlich, ich mag es sehr gerne. Und ich lese nicht sehr schnell, aber doch hin und wieder das ein oder andere Heftroman, und ich mag dieses Universum sehr, und nach ein paar Büchern, wirklich, also normalen Büchern, ja, zieht es mich dann immer mal wieder in dieses Universum, und so konnte ich einfach an diesem Buch hier nicht dran vorbeigehen. In diesem Buch erzählt uns Andreas Eschbach die Geschichte von Perry Rhodan, wie er zu, naja, ich würde nicht sagen zu Perry Rhodan wird, sondern die Vorgeschichte. Also das Universum, in dem wir uns befinden, startet mit einem Mondflug des Raumschiffs Stardust. Und
alles, was vorher mit Perry Rodan passiert ist, erzählt uns hier Andreas Eschbach. Und ich bin darauf sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass es mir Perry nicht unsympathisch macht, dass er mir diese Figur noch sehr, sehr deutlicher wird, mir noch mehr ans Herz wächst, ich noch ein besseres Gefühl für ihn bekomme und dass ich ja die Figur oder den Protagonisten noch mehr kennenlernen darf. Und ich hoffe, dass mir dieses Buch das schenken wird und nicht zu der zweiten Kategorie gehört, dass ich dieses Buch abbrechen werde. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es ein Buch wird, was vielleicht auch nächstes Jahr schon mein Jahreshighlight werden kann. Ich drücke mir ein bisschen selbst die Daumen, dass meine Wünsche an dieses Buch erfüllt werden. Und vielleicht habe ich auch noch eine wunderbare Lesebegleitung, und zwar die liebe Jenny von Letters and Life. Und vielleicht entdecken wir das Buch hier auch noch zusammen. Bei der Zusammensuche der Bücher ist mir eine Sache gar nicht bewusst geworden, die mir aber jetzt so richtig ins Auge sticht. Und zwar habe ich die Hälfte dieser Bücher bereits gelesen und die Bücher waren dann nicht auf meinem Sub. Und wir haben jetzt quasi so ein bisschen den Bruch zwischen ungelesen und gelesen in den nächsten beiden Büchern, die ich euch zeigen möchte. Und irgendwie macht mich das so ein bisschen froh, dass ja nur die Hälfte auf meinem Sub wandert. Aber ich habe sowieso das Gefühl, bei diesen Neuzugängen, also in 2021, dass ich davon doch einen Großteil ja schon abhaken konnte, als gelesen markieren kann. Und das macht mich tatsächlich schon ja sehr froh und minimiert auch ein ganz kleines bisschen den Druck vom Sub. Ich meine, ich habe zwar nie so den extremen Druck vom Sub gehabt, aber ich möchte trotzdem meinen Sub jetzt nicht so unglaublich ja vergrößern. Und ja, ich möchte ihn eigentlich eher abbauen und daran arbeite ich ja, wie ihr wisst. Und deswegen macht es mich auch eigentlich sehr froh, dass hier nur von 3 Büchern auf den Sub landen. Bei den nächsten beiden Büchern ist es der Auftakt einer Reihe und den zweiten Band dazu. Nein, keine Angst, ich habe nicht meinen üblichen Muster gefolgt, dass ich mir gleich die ersten beiden Bände gekauft habe. Bei dieser Reihe war es so, dass ich den ersten Band mir erst aus der Bibliothek ausgeliehen habe, weil ich einfach mal reinschnuppern wollte, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Art der Bücher mich vielleicht doch nicht so begeistern können. Und deswegen hatte ich es mir aus der Bibliothek geliehen und als ich das Bibliotheksbuch dann über die Hälfte schon gelesen habe, habe ich mir dann Band 1 und Band 2 gekauft, weil ich gemerkt habe, dass ich diese Bücher doch sehr gern mag, beziehungsweise den ersten Band sehr gern mochte und ich auch gerne diese Reihe weiterlesen möchte. Und deswegen hatte ich mir dann Band 1 und Band 2 gekauft, weil ich sie auch gerne im Regal stehen haben wollte. Und zwar handelt es sich um die Nightingale-Schwesterreihe von Donna Douglas. Hier mit dem ersten Band Freundinnen fürs Leben und dem zweiten Band Geheimnisse des Herzens. Beide Bücher sind im Lübe Verlag erschienen und von Donna Douglas verfasst worden und von der Übersetzerin Ulrike Moreno aus dem Englischen übersetzt worden. Beide Bücher sind im Jahre 2016 das erste Mal veröffentlicht worden. In Freundin fürs Leben, den ersten Teil, den hatte ich ja bereits gelesen und auch ja, in meinen letzten 5 gelesenen Büchern euch meine Meinung mitgeteilt. Ich werde euch das Video auf jeden Fall nochmal hinter dem i und in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wie die Meinung zu diesem Buch wie meine Meinung zu diesem Buch ist. Aber in den ersten Band, und ich spreche jetzt nochmal so für den ersten Band, lernen wir die 3 Frauen kennen. Donna, Helen und Miley. Hieß sie Miley? Doch, Miley. Die in diesem Krankenhaus, also in dem berüchtigten Nightingale-Krankenhaus, ihre Ausbildung beginnen. Donna ist, wenn ich das mal so sagen darf, die Hauptprotagonistin, weil wir sie als allererstes kennenlernen und sie kommt eher aus ärmlichen Verhältnissen in London und ihr wird das Privileg zugeteilt, dass sie diese Ausbildung beginnen darf. Normalerweise ist es im Nightingale Krankenhaus so, dass eigentlich nur Mädchen aus, ja ich sag mal, betuchteren Haushalten oder betuchteren Familien diese ja, Ausbildung beginnen und es tatsächlich schon ein Privileg für Donna ist und sie lernt halt dann ja, Frauen oder Freundinnen kennen wie Miley und Helen, mit der sie ihr auch ihr Zimmer teilt und genau um diese Freundschaft
lernen wir kennen, wie die Freundschaft sich aufbaut, wie sie immer tiefer wird und wie auch die Ausbildung einfach vonstatten geht. Es ist für mich halt eine normale, klassische Unterhaltungsliteratur, was jetzt negativer klingt, als es ist, aber das muss einem aus meiner Sicht bewusst werden, wenn man diese Bücher beginnt zu lesen, dass man hier auch ja, die historischen Fakten über das Nightingaler Krankenhaus wirklich nicht so an die Hand bekommt, dass es hier eher mehr um die Protagonisten geht, um die Beziehung der Protagonisten, um ja vielleicht auch noch das zeitliche, der zeitliche Rahmen, in dem wir uns hier befinden, weil in Freunde fürs Leben befinden wir uns in den 30er Jahren. Und ja, das muss einem einfach bewusst sein, dass es hier ganz klassische Unterhaltungsliteratur ist. Und ich freue mich hier tatsächlich schon auf den zweiten Band, Geheimnisse des Herzens. Und ich habe jetzt schon mal drüber nachgedacht, ob ich jetzt mal weiterlesen soll und den zweiten Band mir schnappen sollte. Aber ich stecke gerade noch zu sehr in anderen Geschichten, dass ich jetzt nicht noch ein neues Buch beginnen möchte, auch wenn es was völlig Verschiedenes ist. Aber ich möchte gerne Donna weiter kennenlernen und auch ihre Zimmergenossinnen weiter kennenlernen und wie ihre Ausbildung denn auch jetzt weitergeht. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf diese Bücher bzw. auf die Reihe und wie es um die Protagonisten so weitergeht und wie es mit denen ja so steht und wie sie in der Zeit, die dann noch halt noch kommen, wir sind in den Anfang der 30er Jahre und wir wissen alle, was dann noch so passiert und von daher bin ich schon ja, sehr gespannt. Die letzten beiden Bücher, die ich jetzt hier noch auf dem Schoß habe, sind zwei Bücher, die ich euch ebenfalls gleich gemeinsam vorstellen möchte, weil ich sie in meinem letzten Video, als ich über die Bücher schon gesprochen habe, ebenfalls gemeinsam besprochen habe. Und für mich sind das Bücher, die einfach mittlerweile wirklich zusammengehören. Ich kann sie eigentlich gar nicht mehr so, ja, gedanklich so ein Stück weit auch gar nicht mehr trennen, auch wenn diese Bücher unabhängig voneinander gelesen werden können, weil das eine Buch ist auch schon 2016 erschienen und das zweite Buch davon ist jetzt erst im August erschienen. Von daher sind sie definitiv auch getrennt voneinander, ja, zu lesen oder können getrennt voneinander gelesen werden, aber für mich sind sie einfach ja zwei Bücher, die zusammengehören, weil ich sie auch einfach hintereinander weggelesen habe. Und zwar handelt es sich einmal um Mischpoke, ein Familienroman von der Autorin Marcia Zuckermann aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Dieses Buch ist, wie gesagt, in 2016 veröffentlicht worden, insgesamt 445 Seiten. Und das zweite Buch, was ich auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, weil ich nachgefragt habe, was mich unglaublich interessiert hat, und zwar Schlamassel, ein Familienroman, ebenfalls von Marcia Zuckermann und aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Und dieses Buch hat insgesamt 399 Seiten. In beiden Büchern lernen wir die Familie der Kuhanims kennen, die eine recht große Familie hat und eine recht große Familie ist. Und in Mischpoke ist der Zeitrahmen, der uns hier ja, gesetzt wird von der Kaiserzeit über den Zweiten Weltkrieg bzw. den Holocaust bis hin zur DDR. Und bei Schlamassel ist es eher nur, was heißt nur, ja, das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg und der Holocaust, der hier thematisiert wird. Also der Rahmen ist etwas gesetzter. Hat auch seinen Grund und ich gehe auch ja, auf diesen Grund und auf den Inhalt dieser Bücher in meinem Video, was als letztes online gegangen ist, auch nochmal genau. Auch dieses Video werde ich euch in der Infobox bzw. hinter dem i entsprechend verlinken. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn euch meine Meinung zu diesen Büchern interessiert. Für mich waren es zwei Bücher, die mich sehr begeistert haben. Ich bin sehr gerne in die Familie Kuhanim ja, reingetaucht, wenn man das so mal so sagen kann. Es ist eine sehr, sehr große Familie und wir lernen hier sehr, sehr viele Protagonisten und Protagonistinnen kennen, die ja so ein bisschen ans Herz wachsen und ja so ihre ganz eigene Art haben. Aber was mich an diesen Büchern tatsächlich noch mal mehr begeistern konnte, war einfach der Schreibstil der Autorin. Ich finde, dass die Autorin eine Mischung aus sehr humorvoll ist, einem sehr, ja, Humor ist, der einen sehr zum Schmunzeln bringt, aber jetzt auch nicht so, ja, zum übelst krassen Lachen, sage ich mal, sondern wirklich zum Schmunzeln und auch etwas an die Hand gibt, um das Leben etwas leichter zu nehmen, das Leben mit mehr Humor zu nehmen und dadurch mehr die schwierigen Zeiten zu überwinden. Aber auf der anderen Seite auch die,
die schweren Zeiten oder beziehungsweise die schweren Momente auch in bestimmten, mit richtigen Worten zu beschreiben. Also sie hält da wirklich richtig gut die Waage, was mir wirklich richtig gut gefallen hat. Und beide Bücher kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil die Familie ist einfach auf ihre ganz eigene Art etwas Besonderes. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich beide Bücher ja entdecken durfte, dass mir Schlamassel zur Verfügung gestellt worden ist, dass ja ich die Familie Cornims einfach kennenlernen durfte. Schaut gerne, wie gesagt, in das Video vorbei. Da gehe ich nochmal viel detaillierter auf diese beiden Bücher ein und erzähle auch nochmal, was, ja, was man bei den Büchern vielleicht wissen muss und was es mir, wie es mir natürlich gefallen hat. Aber wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Also sie haben mir definitiv sehr, sehr gut gefallen. Das waren nun meine nächsten Neuzugänge, die ich euch gerne zeigen wollte. Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich 3 von diesen Büchern schon gelesen habe und diese nicht auf meinem Sub gewandert sind. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil mich das tatsächlich ein ganz kleines wenig erleichtert. Und zu den Büchern, die ich noch nicht kenne, aber ihr könnt mir natürlich auch zu den Büchern, die ich bereits kenne, gerne nochmal ja, eure Meinung unten in den Kommentaren mir hinterlassen. Ich bin immer sehr froh, wenn wir über diese Bücher noch ein klein wenig Austausch haben und mir noch das eine oder andere Buch empfohlen werden kann. Das motiviert mich immer noch ein Stückchen mehr, die Bücher zu lesen und für mich zu entdecken und von meinem Sub zu befreien. Ansonsten ja, bin ich, wie gesagt, über jeden Kommentar sehr froh und freue mich darüber und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden. Passt auf euch auf und bis dahin. Tschüss!